Wirkung ätherische Öle. Wieso kommt es immer wieder zu diesen faszinierenden Wirkungen von ätherischen Ölen? Das ist ja schließlich kein Hokuspokus. Es gibt ja auch jede Menge Studien über die Wirkung ätherischer Öle. Aber wie kommt es dazu? Auch gerade die faszinierende Wirkung auf die Psyche. Dazu gleich mehr. Dass ätherische Öle auf körperlicher Ebene wirken, kann man sich vielleicht noch eher vorstellen. Denn es handelt sich ja hier um Pflanzenessenzen, also hochkonzentriert. Und zum Beispiel sind das ja auch Essenzen, womit sich die Pflanze auch gegen Parasiten schützt, also die auch wichtig für das Immunsystem sind. Also dass das eben auch etwas für den Menschen bringen kann, das ist sicherlich nachvollziehbar. Aber wie ist es mit der Psyche? Da müssen wir uns mal ein bisschen angucken, wie eigentlich der Geruchssinn funktioniert. Also Geruchsmoleküle, die dringen in die Nase ein, gelangen an die Riechsinneszellen, werden weiter transportiert über, ja, das sind elektrische Impulse zum Teil oder biochemische Prozesse. Jedenfalls gelangen diese Duftmoleküle schließlich ins Riechhirn und auch zum Riechkolben. Ja, das ist kein Scherz, den gibt es wirklich und das ist nicht die Nase damit gemeint. Und letztendlich ins limbische System. Und das limbische System ist ein ganz alter Bereich unseres Gehirns. Also gehört so zu dem sogenannten Stammhirn. Hier ist auch die Amygdala angesiedelt, das heißt der Mandelkernkomplex. Und dieser Komplex ist verantwortlich für deine Emotionen. Und es gehört auch der Hippocampus dazu. Und hier werden unsere Erinnerungen gespeichert. Diese Gehirnzentren nehmen Gerüche wahr und sie greifen gleichzeitig auf Erinnerungen zurück. Auf Erinnerungen und auf den mit ihnen verknüpften Gefühlen. Du kennst die Situation höchstwahrscheinlich. Du riechst etwas, vielleicht das Aroma eines Apfelkuchens und du denkst sofort an die gemütliche Küche deiner Großmutter. Oder du nimmst ein ganz besonderes Parfum wahr und denkst an deine erste Liebe. Düfte lösen Erinnerungen in uns aus. Und manchmal sind uns sogar Menschen unsympathisch, einfach nur, weil sie dasselbe Parfum tragen, wie vielleicht die Lehrerin, die uns früher immer wieder mal bloßgestellt hat. Und weil Gerüche so gut emotional wirken, sind ätherische Öle einfach perfekt, um zum Beispiel unangenehme Erinnerungen zu, nennen wir es mal, neutralisieren. Also das Gehirn schafft es, unter Einwirkung von Gerüchen, unangenehme Erfahrungen wieder neu zu bewerten, weniger schlimm zu bewerten. Ist das nicht faszinierend? Ätherische Öle können dir emotionalen Halt geben. Diese winzigen Duftmoleküle können Konflikte und Schuldgefühle auflösen. Ich spreche hier allerdings von Alltagsherausforderungen. Also jetzt nicht von irgendwelchen traumatischen Erlebnissen, also zum Beispiel Gewalterfahrung, sowas gehört natürlich in die Hände von Psychologen. Die ätherischen Öle allerdings können die Arbeit eines Psychologen effektiver machen. Man kann also mit den ätherischen Ölen einfach schneller zum Ziel kommen. Es gibt da auch noch eine besondere Technik von dem US-Psychologen Dr. Benjamin Perkis. Dazu gibt es aber auch Infos in separaten Videos. Also unter Alltagsherausforderungen, da verstehe ich zum Beispiel, wenn jetzt die erste große Liebe dich verlassen haben sollte. Oder vielleicht hat sich ein Kollege über dich lustig gemacht und das nagt immer noch so an dir. Du wurdest von deinem Chef bloßgestellt, kannst ihm nicht so richtig verzeihen. Oder auch irgendetwas, was dein Ex, deine Ex gesagt, getan hat,
kannst du nicht verzeihen und das kommt immer wieder in den Sinn und du regst dich auch immer noch wieder drüber auf, auch wenn das schon eine Weile her ist. Aber es beschäftigt dich noch, es nagt an dir, also ist immer noch für dich ein Thema. Und welche ätherischen Öle machen da am meisten Sinn? Das kommt natürlich drauf an. Darauf, was du be- oder auch verarbeiten möchtest. Und die Namen von so verschiedenen ätherischen Ölmischungen, die sagen auch schon alles. Also es gibt eine Ölmischung, die heißt Gratitude, also Dankbarkeit. Oder Inner Child, das innere Kind. Forgiveness, vergeben. Harmony, gut, das muss ich wohl nicht übersetzen. Acceptance, also auch gerade eine Akzeptanz von Veränderungen, sei es vielleicht eine Trennung, es ist vielleicht jemand gestorben oder du ziehst um, wechselst den Arbeitsplatz. Also um mit Veränderungen besser klarzukommen, da kann Acceptance dich noch wunderbar unterstützen. Und Acceptance, also überhaupt gerade so diese ganzen emotionalen Ölmischungen, die riechen einfach wunderbar. Die riechen so, ja, das sind richtig gehen Kompositionen. Und das ist nicht übertrieben, denn das sind ja auch alles Ölmischungen von Gary Young konzipiert, also von der Firma Young Living. Er ist ja der Gründer von Young Living und Gary Young hatte nun über Jahrzehnte hinweg Erfahrungen gesammelt mit ätherischen Ölen, wie sie am besten und am schonendsten verarbeitet werden können, destilliert werden können. Sie werden länger destilliert, als andere Unternehmen das machen und auch bei schonenderen Temperaturen, damit auch wirklich das Maximum an Wirkstoffen in dem ätherischen Öl dann auch letztendlich landet und nicht eventuell einfach noch in der Pflanze zurückbleibt, wenn es einfach schnell gehen muss und und einfach der Nutzen gar nicht so da rausgeholt wird, dass man einfach nur praktisch wegen des Geruchs eben eine Destillation durchführt, aber die Wirkstoffe, die bleiben auf der Strecke. Das kann natürlich leicht passieren, wenn eben nicht über entsprechende Erfahrung verfügt wird oder wenn das Ganze einfach nur schnell und billig eben umgesetzt werden soll. Dann haben wir Present Time, also lebe im Hier und Jetzt. Release, das ist auch ein ganz wichtiges Öl. Release, Übersetzung ist ja loslassen, gerade wenn man vielleicht noch mit irgendetwas hadert oder noch irgendjemand etwas vorwirft, vielleicht auch sich selbst gegenüber noch irgendwo Schuldgefühle hat. Ein ganz wichtiges Öl oder Ölmischung. Dann auch Peace and Calming, Frieden und Ruhe ist die deutsche Übersetzung. Ich finde sie immer ein bisschen sehr nach Friedhof klingend. Ich mag das Original Peace and Calming. Das war das Lieblingsöl meines letzten Hundes, der mich letztendlich zu den ätherischen Ölen von Young Living gebracht hat. Dann auch Valor, auf Deutsch Mut. Und noch einige weitere. Genial ist hier halt auch ein ganz besonderes Set. Das ist das Feeling Set. Und das beinhaltet zum Beispiel Forgiveness, Inner Child, Present Time, Harmony und auch Release und auch Valor. Und da gibt es auch eine ganz besondere Anleitung. Falls du es also bestellen solltest, bekommst du natürlich die Anleitung, wie du am besten damit umgehen kannst, damit du auch wirklich das meiste aus diesem Set herausholen kannst. Ja, wenn du also auch einzelne Ölmischungen anwenden möchtest, wie wendest du sie am besten an? Du solltest sie natürlich regelmäßig einatmen können. Das kann zum Beispiel über einen Ultraschallvernebler funktionieren, also eine andere Bezeichnung ist Kaltvernebler. Bitte auf gar keinen Fall über eine Duftlampe, das macht man heutzutage nicht mehr, zumindest nicht bei ätherischen Ölen, die auch noch eine Wirkung haben sollen. Denn bei etwa 40 Grad werden diese wunderbaren Wirkstoffe zerstört. Du kannst die Ölmischung zum Beispiel auf deinen Nacken auftragen oder auch hinter den Ohren oder so im Bereich deiner Handgelenke, also so am Puls. Und es gibt auch so wunderbare Kettenanhänger, die haben ein wunderschönes Motiv, die sind so silbrig und dann ist da ein bisschen Filz enthalten. Du kannst das öffnen, dann ist so ein Stückchen Filz da drin und da kannst du ein paar Tropfen
der ätherischen Ölmischung deiner Wahl draufgeben. Und immer wenn du dich bewegst, bekommst du immer noch so ein bisschen so einen Duft von diesem Anhänger. Das ist auch eine ganz tolle Idee. Oder es gibt auch ja so in Form von USB-Sticks so kleine Ultraschallvernebler. Du steckst sie einfach in deinen Computer und dann bekommst du immer wieder so einen wundervollen Duft jetzt aus diesem USB-Vernebler. Und du kannst natürlich auch das ätherische Öl deiner Wahl direkt aus der Hand einatmen. Also einfach ein, zwei Tropfen in die eine Handinnenfläche mit der anderen verreiben und dann so beide Hände vor die Nase oder eben auch vor Nase und Mund und dann ganz tief einatmen. Aber du solltest es schon mehrmals am Tag umsetzen. Insofern ist dann so ein Ultraschallvernebler auch einfach schon ein bisschen praktischer, als wenn du jetzt immer wieder von neuem aus der Hand eben das Ganze einatmest. Ja, und warum Young Living? Also zum einen natürlich diese Ölmischungen, die ich genannt habe, die sind eben von Gary Young kreiert worden. Und das andere, es ist der Weltmarktführer und das hat auch seine Gründe. Wenn du mal vergleichst ein konventionelles ätherisches Öl und dann mit einem ätherischen Öl von Young Living, da liegen einfach Welten zwischen. Denn es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum Young Living. Dazu gibt es auch separate Videos von mir oder auch einen Blogpost. Ein paar Gründe sind ganz einfach, zum Beispiel die Destillation, die schonenden Temperaturen, dass die Destillation länger erfolgt, dass auch nur die erste Destillation verwendet wird und nicht noch die zweite, dritte oder vierte sogar. Dass auch wirklich nur die ätherischen Öle, die den höchsten Ansprüchen genügen, in den Verkauf gelangen. Und alles, was dem eben nicht entspricht, geht wieder zurück aufs Feld zur Düngung. Sie gelangen nicht in den Verkauf. Und dann wird eben auch auf die Einnahmen verzichtet über Monate, manches Mal über ein halbes Jahr oder länger. Findest du es nicht merkwürdig, wenn ein ätherisches Öl wirklich rein sein soll, 100% bio, 100% natürlich, aber es steht immer zur Verfügung, egal wie das Wetter gewesen ist, ob es nun vielleicht über Monate viel zu viele Regenfälle gegeben hat oder Dürreperioden? Bei Young Living kann es durchaus sein, dass ein ätherisches Öl weit über ein halbes Jahr nicht zur Verfügung steht. Und das liebe ich an diesem Unternehmen, dass hier nicht der Profit an erster Stelle steht, sondern wirklich, dass hier keine Kompromisse bei der Qualität gemacht werden. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Gründe, warum Young Living, aber ich will das Video jetzt nicht zu lang werden lassen. Wie gesagt, es gibt noch separate Videos und auch einen Blogpost. Und ich habe hier zum Beispiel einen Blogpost mit 33 Gründen für Young Living. Den kannst du dir auch gerne mal durchlesen. Ich verlinke dazu unter diesem Video. Einige Angaben aus diesem Video stammen auch von einem Blogpost von Lindsay Elmore. Sie ist so eine Art wandelndes Lexikon, wenn es um ätherische Öle geht. Und da werde ich auch nochmal unter diesem Video zu ihr verlinken. So, und jetzt viel Spaß mit diesen emotional wirksamen ätherischen Ölen.